1796 erhielt Thomas Jefferson eine Kiste mit mysteriösen Knochen. Eine lange, scharfe Kralle erinnerte an einen Löwen, aber die Armknochen ließen auf ein größeres, ungefähr 3 Meter langes Tier schließen. Er hielt es für eine riesige, unbekannte Spezies des nordamerikanischen Löwen und forderte die Forscher Lewis und Clark auf, nach diesem geheimnisvollen Raubtier zu suchen. Aber die Knochen aus Jeffersons Kiste stammten nicht von einem Löwen, sondern von einem ausgestorbenen Riesenfaultier. Prähistorische Bodenfaultiere tauchten erstmals vor 35 Millionen Jahren auf. Dutzende Arten lebten in Nord-, Mittel- und Südamerika neben anderen urzeitlichen Kreaturen wie Mastodonten und Riesengürteltieren. Manche Bodenfaultiere wie die Megalonychiden hatten die Größe einer Katze, aber viele waren kolossal groß. Jeffersons Faultier, der Megalonyx, wog etwa 1 Tonne und das war wenig im Vergleich zum Megatherium, das 6 Tonnen erreichen konnte. So viel wie ein Elefant. Sie wanderten durch Wälder und Savannen, rissen mit ihren starken Armen und scharfen Klauen Pflanzen aus, kletterten auf Bäume und fraßen Gräser, Blätter und Uravocados. Ohne die Riesenfaultiere gäbe es heute vielleicht gar keine Avocados. Kleinere Tiere konnten die großen Avocadosamen nicht schlucken, die Faultiere aber schon. Und so verbreiteten sie die Avocadobäume überall. Bodenfaultiere überlebten Jahrmillionen. Aber vor etwa 10.000 Jahren begannen sie und die anderen Riesensäuger der westlichen Hemisphäre zu verschwinden. Forscher vermuten, dass Bodenfaultiere von einer beginnenden Eiszeit vertrieben wurden oder durch Konkurrenz mit anderen Spezies wie dem Menschen, die dort etwa zu der Zeit ankam, als die meisten Faultiere ausstarben. Einige kleinere Faultiere überlebten und zogen sich in die Baumwipfel zurück. Heute leben die 6 verbliebenen Arten in den Wipfeln der mittel- und südamerikanischen Regenwälder. Das Leben auf Bäumen ist ein guter Schutz gegen Raubtiere und es gibt reichlich Blätter zu fressen. Aber diese Ernährung hat Nachteile. Tiere beziehen aus ihrer Nahrung Energie, um sich fortzubewegen, ihre Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, ihre Organe zu versorgen und alle anderen lebenswichtigen Funktionen zu erfüllen. Blätter enthalten jedoch nicht viel Energie. Und diese ist auch noch schwer zu extrahieren. Die meisten Pflanzenfresser ergänzen ihre Blätterkost mit energiereicherer Nahrung wie Früchten und Samen. Aber vor allem 3-Finger-Faultiere ernähren sich fast nur von Blättern. Sie haben ausgefeilte Strategien entwickelt, um von dieser einseitigen Nahrung zu leben. Zum einen extrahieren sie so viel Energie wie möglich aus ihrer Nahrung. Der mehrteilige Magen der Faultiere macht 1/3 ihres Körpergewichts aus. Und je nach Art dauert die Verdauung 5 bis 7 Tage oder sogar Wochen. Zum anderen ist es für sie wichtig, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Daher bewegen sich Faultiere kaum. Die meiste Zeit fressen, ruhen oder schlafen sie. Nur einmal pro Woche steigen sie für eine Toilettenpause von ihrem Baum herunter. Wenn sich ein Faultier bewegt, dann nicht sehr schnell. Zum Überqueren einer normalen Straße bräuchte es etwa 5 Minuten. Wegen dieser gemächlichen Lebensweise benötigen Faultiere nicht viele Muskeln. Sie besitzen 30% weniger Muskelmasse als andere Tiere ihrer Größe. Faultiere brauchen auch weniger Energie, um sich warm zu halten, weil ihre Körpertemperatur um bis zu 5 Grad schwanken kann. Weniger als bei kaltblütigen Reptilien, aber mehr als bei den meisten Säugetieren. Diese Anpassungen von Körper und Verhalten verringern ihren Energiebedarf bzw. die Stoffwechselrate. 3-Finger-Faultiere haben den langsamsten Stoffwechsel aller Säugetiere. Der Riesenpanda kommt an 2. und das 2-Finger-Faultier an 3. Stelle. Die langsame Fortbewegung ermöglicht den Faultieren ein angenehmes Dasein in den Baumkronen. Aber dadurch bieten Faultiere auch selbst einen ausgezeichneten Lebensraum für andere Organismen, etwa für Algen, die zusätzliche Tarnung und vielleicht sogar einen kleinen Imbiss bieten. Faultiere sind zwar längst keine Riesen mehr, aber deshalb nicht weniger bemerkenswert. In diesem Video erfährst du gleich, warum Elefanten ein so gutes Gedächtnis haben.
Oder verfolge in diesem Video die Domestizierungsgeschichte deiner liebsten Vierbeiner.